Salute, Ceretti. Ich glaube, ich war in der dritten Klasse, wo wir ein grösseres Gülleloch haben. Der Vater hat darum ein paar Kühe dazu gekauft und jetzt lange das Kleine halt nicht mehr. Dutzmal war hier alles noch Handarbeit. Der Maurer Fritz ist mit seinen Arbeitern gekommen. Zwei Hiesige und ein Italiener, der eben Ceretti geheissen hat. Er war ein kleiner Bodenhopper und rund wie ein Berliner Pfannkuchen. Niemand konnte schwätzen mit ihm. Gewohnt hat er auch nicht am nöblichsten. Nämlich bei den Schneidergeiss hat er Kost und Logis gehabt. Ich habe wegen dem etwas Verbarmen mit ihm. Besonders, wenn er einem etwa die mit grossen, traurigen Augen angeschaut hat. Die Arbeiter haben fleissig ausgehoben und sind im zukünftigen Gülleloch schon ordentlich weit unten. Es ist Ende Mai und bei Gost eine rechte Hitze. Da gibt Durst beim Schaufeln. Weil der Vater heute nicht konnte mithelfen beim Aushub, musste ich mit der grossen Moschgutter einen Gui schenken. Ich bin nicht die Leiter ab ins Gülleloch runter. Die Schaufler haben einfach das Glas zugestreckt und ich habe es ziemlich gut gereicht beim Einschenken. Nur beim Ceretti habe ich mir zu viel zugetraut. Sein Glas ist viel weiter unten als die anderen zwei, weil er so klein war. Ich ziele gut mit meiner Moschgutter oben runter. Aber kein Tropfen landet in Cerettis Glas rein. Nein, nein, es läuft ihm ein mega Gucci ausgelotterter Pulloverärmel ein. Ich will Excuse sagen, aber ich komme nicht dazu. Noch nie in meinem kurzen Leben habe ich jemanden so gehört melodisch fluchen. Porca miseria! So hat es angefangen. Und dann hat er gerollt. Und dann liest man ab und mir bedeutet, ich soll ihn ans Berlis Gartenhag herhängen. Er wirft mir nur und ich folge noch so gern. Den ganzen Nachmittag hat mit einem von den anderen Schaufler dem Ceretti sein Glas angestrickt. Und am Tag darüber hat mir der Ceretti freundlich zugenickt, unter den Arm gelangt und gelacht. Ich auch.